Samstag, 14 Uhr, Frankfurter Buchmesse. Seit Tagen verabreden sich Fans im Internet für diese Präsentation. Objekt der Begierde, der neue Roman von Walter Moers. Seine letzten Bücher verkauften sich über 500.000 Mal. Und auch diesmal ist der Ansturm gewaltig. Moers, das Phänomen. Die Art, wie er schreibt, man merkt einfach, dass er mit Leidenschaft dabei ist. Dass er einfach aus dem Hut so eine komplette neue Welt ziehen kann. Das ist unglaublich, das ist wunderschön. Dass ich ihn schon kenne, seit Spitze Klemme wie Captain Blaubeer und einfach den wunderbar bewundere. Und jetzt muss ich mich vordrängen, Moment. Doch wer gehofft hat, ein Autogramm vom Meister persönlich zu ergattern, wird enttäuscht. Es gibt nur einen Stempel von Moers Verleger. Denn Moers selbst scheut die Öffentlichkeit. Er geht nicht in Talkshows, hat seine zahlreichen Preise nie persönlich entgegengenommen. Auch Interviews vor der Kamera lehnt er ab. Er entzieht sich allen Regeln des Literaturbetriebs. Moers ist ein schreibendes Phantom. Auch dem Kulturjournal will er kein Interview geben. Immerhin, wir dürfen ihm mailen. Herr Moers, warum zeigen Sie sich nie in der Öffentlichkeit? Mein Name ist relativ bekannt und trotzdem könnte ich in jeden Sexshop gehen, ohne erkannt zu werden. Ulrich Wickert kann das nicht. Das nenne ich Freiheit. Na gut, so richtig ernsthaft will er wohl nicht antworten. Wer ihn verstehen will, muss in seine Bücher schauen. Hier öffnet sich die Fantasiewelt Zamonien. Einer der Helden, der Lindwurm Hildegunst von Mythenmitz. Er ist Moers alter Ego, spricht mit der Stimme des Autors. Was haben beide gemeinsam? Wir sind beide Schriftsteller. Aber das ist ja keine Eigenschaft. Sie meinen wahrscheinlich sowas wie Schwächen oder Defekte. Na schön, wir sind beide Hypochonder und neigen zur Selbstbeobachtung bis hin zum Narzissmus. Sich selbst toll zu finden, dazu hat er allen Grund bei dem Erfolg. Aber trotzdem kritisiert Moers den Literaturbetrieb. Warum? In erster Linie finde ich, dass meine Bücher im deutschen Buchhandel unterrepräsentiert sind. Noch gestern war ich in einem Buchladen, in dem hauptsächlich Bücher von anderen Autoren angeboten wurden. Okay, ernst kann er wohl nicht. Aber dafür lieben sie ihn ja auch, Jugendliche genauso wie Erwachsene. Die breite Masse genauso wie das Feuilleton. Dieser Spagat gelingt nicht jedem. Über die Figur des Captain Blaubeer gewinnt Moers schon Kinder als Leser und schaffte es damit bis ins Fernsehen. Ich gebe also sofort Befehl an Hein Blöd, die Segel zu streichen. Sofort Segel streichen! Es war nicht zu fassen. Da hat er doch glatt die Segel gestrichen und hat dann auch noch gefragt, ob mir die Farbe etwa nicht gefällt. Moers Charaktere füllen mittlerweile eine ganze Ahnengalerie. Alle stammen aus seiner Feder. In den Parodien macht er auch vor den großen Meistern der Kunst nicht Halt. Edward Hopper, Edward Munch. Jeder muss dran glauben. Diktatoren entblößt er mit scharfer Zunge. Ich hocke in meinem Bunker mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luft war bis futsch, die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapitulier doch. Nein, ich kapituliere nicht. Du alte Nazi-Sau. Ich kapituliere niemals. Moers liebt es zu provozieren. So auch in seinem neuen Roman, Das Labyrinth der träumenden Bücher. Darin passiert kaum etwas. 427 Seiten, ein einziger Prolog. Das ärgert einige Fans. Was sagt der Autor? Vorher haben sie immer geklagt, dass es schade ist, dass die Bücher schon zu Ende sind. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Typisch Moers. Er versteckt sich hinter seinem Humor. Und so würde es passen, wenn er vielleicht doch auf der Buchmesse wäre, unerkannt sich ins Fäustchen lacht. Ist er es vielleicht? Oder dieser hier? Oder der da? Fragt man Moers nach einem Bild von sich, dann schickt er dies. Na toll. Und dann die Überraschung. In den Tiefen des NDR-Archivs finden wir eine Aufnahme von 1994. Das soll er sein, Walter Moers. Aber ob er es wirklich ist, bleibt unklar. Phantom Walter Moers. Phänomen Walter Moers.